ist es Erik Schweller. Kann er es halten? Auf der Innenspur war er da ein Tucken schneller und konnte damit den Ruheschott für sich holen. Da müssen wir ja erstmal sehen, ja. Das erste. Zwei, drei Sekunden schneller unterwegs war. Ich meine, bei mir ist das dann alles nochmal neu gemischt, wie gesagt. Wie der Luca Lia eben schon im Interview gesagt hat, geht es jetzt ausschließlich um die Startaufstellung, um die Platzierungsauslosung für den Finallauf. Alledem immer noch seine Position behalten, aber der Kaepernick, der lässt da nicht locker, der klebt den Bart. Und wie gesagt, wir haben noch nicht mal einen Bildschirm, da sei doch noch nicht mal die Hälfte der Rennen wird gedrückt. Und dann warten wir mal ab hier, dass die Jungs zu uns kommen. Das ist einer der bekanntesten deutschen Freestyle-Fahrer, das ist der Kai Hase. Du hast hier noch einen Kumpel mitgebracht, wie hieß er? Steve Summerfield. Genau, der Steve Summerfield, wo ist er? Ja, genau, hier, hi Steve, aus Australien. Die zwei, die werden, wie gesagt, nach dem nächsten Lauf hier nochmal die Motorräder in Gang schmeißen. Ich bitte euch dann alle mal darüber, damit wir da richtig Party machen können, ein bisschen abfeiern können. Die Jungs, die zeigen uns dann was auf ihrem Motorrad, machen da eine richtig geile Freestyle-Show. Und wir brauchen euren Applaus, damit wir auch Backflips und alles zu sehen bekommen. Seid ihr damit einverstanden? Kriegen wir das hin? Jawohl, genau, das wollte ich sehen. Alles klar. Kai, du bereitest dich denn vor, ne? Hey, was ist los da drüben? Haben die Jungs nicht nochmal einen Applaus verdient zusammen?